Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Space Engineers mit Miragoli und mir, Black Piccolo. Hallöchen. Mahlzeit. Ja, in der letzten Folge ist unser Mining-Flugschiff endlich fertig geworden und wir wollen es natürlich jetzt auch demonstrieren, wie es jetzt funktioniert. Wer fliegt? Du? Ich? Na, du hast dich doch freiwillig gemeldet. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ja, also das heißt, wenn das Ding jetzt hochgeht, Leute... Bist du schuld. Bin ich schuld, ja. So. So, wie komme ich jetzt da rein? Vorne. Pass auf, jetzt komme ich da nicht rein, ey. Doch, das... Den Fehler habe ich auch gemacht, mal. Ja, wie? Einfach mit T, oder was? Achso, ja. Aber du kannst eh noch nicht fliegen. Achso. Ach ja, du musst ja noch Uran reinpacken. Wir müssen erstmal, Strom reinbringen, sonst funktioniert das ja alles gar nicht. Holst du das? Achso, ja, klar, rein. Okay, weil ich sitze nämlich schon drin. Und dann werden wir das gleich sehen, ob alles funktioniert. Ja, ich guck gerade, wo der Reaktor bei dem gelben Schiffchen hier ist. Ich muss den wahrscheinlich erstmal freilegen, wa? Nö. So, jetzt habe ich ihn. So. Oh, ich bin bei 26%. Ich sollte mich vielleicht vorher erstmal aufladen. Ja. Damit ich gleich nicht den von unserem Schiff da unnötig belaste. So. Prozent. Also mal unten links die Anzeige, da steht Energie und die muss immer voll sein. Ja. Ansonsten haben wir noch Volumen. Volumen ist das, was wir tragen können, ohne dass irgendwas passiert. Genau, das zeigt eben halt an, wie viel hier ist es ja angegeben in Liter. Ja. Wird also in Liter gerechnet. So. So. Ich sitz drin. Mhm. Hast du drin? Noch nicht. Ich wollte schon sagen, die Düsen sind auch gar nicht online. So. Triebwerke, es braucht alles noch Strom. Aufladung. Steht da auch irgendwo, wie viel ich tragen kann mit dem Schiff? Achso, nee, aber genug. Okay. Oder steht es da? Ich weiß es nicht. Und jetzt liegt es eigentlich am Container. So. Masse, Gewicht. Kleiner Reaktor, es ist jetzt an. Ah, da ist es, ja. Oh, die Düsen sind an. Verbleibender Treibstoff für 9 Tage. Okay, 16 Tage. So. Okay, wie starte ich das jetzt? Noch nicht? Hör auf. Ja? Oh, jetzt können wir gleich wieder reparieren. Ja. Warum? Drück mal P. Oder hast du die Außenansicht oder die Innenansicht? Die Außenansicht. Unten hast du so einen Fußstand. Ja. Du solltest auch nicht so rumschwenken. Warte. Okay, soll ich jetzt hoch? Mit Leertaste, ne? Ja. Es fliegt! Ich werd bekloppt, es fliegt. Okay. Wo sollen wir hin? Zu welchem Asteroiden? Weiß es nicht. Es da fliegt, hinten ist ein großer. Wollen wir den großen da vorne nehmen? Ja, ich flieg dir einfach mal hinterher und Bo hatte es. Okay. Aber ich halte halt Abstand vor dir, ne? Also. Okay. Weißt du nicht, was in der ersten Folge passiert ist, aber. Ja, da war ja was. Achso, du solltest nicht so schnell fliegen. Die Düsen vorne sind nicht so stark, glaube ich. Oder ah, doch, geht eigentlich, ja. Okay. So, wir fliegen zum ersten Asteroiden. Die Kameraführung ist auf jeden Fall auch da. Ja, man kann es gut manövrieren auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Okay, wie starte ich das Triebwerk, wie starte ich die Bohrer? Drück mal G. Ja. Und dann siehst du oben halt. Okay. Jawohl! Und die Dinger drehen. Dann wollen wir mal in den Berg rein. Mal gucken, ob alles gut geht oder ob wir das Schiff jetzt total versauen. Ja, du musst eigentlich nur noch nach vorne drücken, wenn du reingehst. Und schwenkt es ziemlich hin und her oder geht es? Es geht eigentlich.
Ja, das mit den Steinchen, die an der Seite rausfliegen, das nervt mich ein bisschen. Ansonsten. Ja. Das ist sehr, sehr viel Verlust. Aber fürs erste Mal, also für das erste Schiffchen geht es schon, denke ich mal. Kommst du nicht weiter rum? Nee. Okay. Okay, gehen wir mal so ein bisschen längs. Aber ihr seht, es funktioniert. Also, Ast rein. Ja. Jetzt können wir nicht. Wie lange hast du noch Uran? Uran für. Steht da jetzt gar nicht mehr. Wo steht denn das? Unten rechts. Ein paar Minuten? 5 Stunden. Ja, das läuft. 4 Stunden. 3 Stunden. Wirklich jetzt? Ja. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja. Na, das, was jetzt wichtig wäre, denke ich mal, das war. Das Problem ist, wir können kein. Sag schon. Ja. Wir haben keinen Sensor dran für die Erze, damit wir sehen, wo was ist. Heißt, wir würden jetzt noch nicht mal sehen, wenn jetzt kurz vor ihnen Uran ist und er würde auf und dann an eine andere Stelle sein. Na gut, was brauchen wir dafür? Platin. Dann lass uns mal eben zu diesen anderen Asteroiden fliegen, den ich mir schon mal angeguckt hatte. Meinst du, da ist Platin? Ja, ich meine, da wäre Platin drin gewesen. Wo ist unsere Plattform? Ich finde die gerade nicht. Was ist denn das hier, was ich gerade abgebaut habe mit den Handbohrern? Meine, unsere Plattform, die war doch irgendwo da drüben, oder nicht? Magnesium? Wo ist denn unsere Plattform? Ist die nicht eigentlich... Also unsere Plattform... Ja, ich finde unsere Plattform nicht mehr. Unsere Plattform hat keinen Strom mehr. Das heißt, wir sehen die nicht mehr? Ja. Ah, da vorne ist ein Schiff, das sehe ich. Ah ja, da. Ja. Ah, das ist auch zügig unterwegs, ne? Ja. Das ist richtig nice. Bin stolz auf uns. Ja. So. Hier. Wollen wir erstmal gucken, was ich abgebaut habe, oder? Ja. Haben wir jetzt gar kein Uran mehr? Doch, das ist ein Schiff, was du hast. Das ist alles, was wir haben. Mhm. Aber das es hält ja, meintest ja, ein bisschen noch, ein paar Stündchen. 3 Stunden jetzt noch, ja. 2 Stunden, wenn ich aufs Triebwerk drücke. Okay, und wie docke ich jetzt wieder an und wieder mit P, oder was? Sollte es auf jeden Fall langsam runter, weil das Beinchen geht schnell kaputt. Und das Problem ist, dreh dich mal. Wie komme ich denn nach unten? Auf C. Dreh mal. Welche Richtung? So? Nach rechts. So, dass der Hinterteil vom Schiff zu das gelbe Schiff zeigt. Aber langsam rumdrehen. Also so rum? Ja, weiter. Okay. Ja, und jetzt langsam runter gerade machen noch und dann... So, und jetzt andocken, ja? Geht noch nicht. Du hast ja unten diesen Fuß. Hast ja Außenansicht, meintest du, ne? Ja. Siehst du den Fuß? Nee. Dann dreh mal also auf Alt kannst du die Kamera drehen. Alt? Ah, okay. Ah, okay. Jetzt P drücken. Jetzt ist angedockt, jetzt kannst du aussteigen. Okay. Genau. Hui. Und wie gucken wir jetzt, was ich alles hab? Jetzt gehen wir hier an den Container hin, oben ran, weil diesen Ausspucker, den können wir noch nicht wirklich nutzen. Kobalterz und Eisenerz haben wir. Okay. Und Stein. Gut, den Stein, können wir rausschmeißen, würde ich sagen, ne? Nee, den brauchen wir für später für ein paar Sachen, aber Stein haben wir im Überfluss. Okay, Kobalterz haben wir. Okay. So. Stein habe ich rausgenommen, den packe ich mal ins Lager.
Ja. Okay. Das nächste Schiff, was jetzt auf uns zufliegt, ist auch sehr schwer bewaffnet. Aber es nimmt halt einen Satelliten. Sieht aus wie ein Satellitenschüsse, so gesehen. Nur mit Solarteilen drauf. Okay. Aber das, nee, das ist eine schlechte Idee, was ich gerade habe. Nein, nein. Nicht machen? Nein, ich wollte das Minecraft. Das Mining-Schiff dafür opfern, aber nein, das brauchen wir. Nein. Okay. Gut. Wir brauchen jetzt Uran. Uran. Sollen wir es lieber selber farmen gehen oder wollen wir das Schiff dafür nehmen? Ach so. Wo du denn eingestiegen bist und am Asteroiden warst, hast du denn schon gesehen, die Ärzte? Nee. Gibst du hast nicht drauf geachtet. Nee, ich hab nichts gesehen. Okay. Oh, bei mir hakt's jetzt ein bisschen. Bei mir nicht. Also dieser warte mal, wo ist denn der? Der ist hier hinten. Da unten der. Der ist komplett durchlöchert. Also da kann man reinfliegen, rumgucken. Und da waren noch verschiedene Erze. Wollen wir mal gucken gehen? Ja, natürlich. Du fliegst. Gut. Mit dem Schiff? Ja, oder? Ja, ich weiß nicht. Der verbraucht schon ziemlich viel Uran. Ja, dann lass erstmal persönlich so hinfliegen. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen gleich mal den Server neu starten. Meinst du den Donut da unten, den halben, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube den hier. Ah, okay, ich sehe es. Nee, weil unter dir ist noch ein Donut. So gesehen, ein angebissener. Okay. Ne, ich meine, der hier wäre das gewesen. Der hat nämlich unten so ein großes Loch, da kann man dann reinfliegen. Mhm. Und von innen drin ist der komplett hohl. Einmal, wenn du jetzt den Bohrer in der Hand nimmst und nah ranfliegst, siehst du was, das ist sogar genau. Das ist hier Eisen. Jetzt hier ist Platin, hier ist Iron, Gold. Uran? Nein, Uran ist es nicht, ne? Nein. Platin. Gold. Silizium? Silikon. Silber? Ich habe Uran, glaube ich, gefunden. So sieht Uran. Ja, hier ist Uranium. Hier ist so sieht Uran aus. Ah. Oh. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir das mal ab, wa? Willst du nicht da die Maschine herholen? Sicher? Ja, aber sonst. Ich versuche ganze Zeit. Wo ist der Stein? Weil so müssen wir jetzt die ganzen Steinchen hinterher fliegen. Ja, das stimmt schon. Okay, warte, ich hole das Schiff. Aber hier drin muss das auf jeden Fall vorsichtig bewegen. Aber als ob hier schon mal ein Wurmloch drin war. Also ein Wurm, ja. Wo war nochmal unser Schiff? Warte mal. Und wo war ja der Donut? Warte. Da unten war. Ah, ich sehe es schon. Okay, ich flieg mal hin. Ich seh's noch nicht. Ach da, jetzt. Ja. So. Gut, dass die zwei gelben Schiffe da drüber fliegen, ey. Ja, ne? Was sag ich dir da? So, dann werden wir jetzt mal wieder in unser schönes Schiffchen steigen und dann mal da runterfliegen. Aber wo hast du denn Platin gefunden? Platin war auch da drin. Ja. Mhm. Bild schwer schon länger, aber irgendwie weiß ich nicht, wie Platin aussieht. Ist hier Platin? Nee, ist Kobalt. Wie hast du denn so schnell gefunden? Und durch Zufall. Magnesium? Ich geb's auf. Ich hoffe, du weißt noch, wo das Uran war. Also, ja. Ich flieg jetzt in die Höhle rein. Ich seh dich. Oh, das sieht cool aus. Eat Ding. Wo war denn das Uran? Warte.
Das war so schwarz, war das, glaube ich. Ja. Das war auf jeden Fall unten. hier. Ich glaube, wo? Ja, da warst du gerade richtig. Ja. Ja, okay. Okay, dann fliege ich da mal ganz langsam rein. Wow, 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 wow. Wo willst du denn hin? Das schwenkt ja schön aus, kann es sein? Ja. Okay, dann fliege ich direkt so da rein. Ja, eigentlich habe ich es ja so klein gehalten wie möglich. Du musst eben halt nur auf den Arsch aufpassen. Das. Okay, hier baue ich das jetzt ab, ja? Ja. Ich versuche die Steinchen, die da rauskommen, einzusammeln. Fängst du gerade so rum oder ist das das Teil? Ja, das war ich, glaube ich. Brauchst du Schnapp? Ach, da kommen jetzt die Steinchen angeflogen. Okay. Also irgendwie bekomme ich keinen Stein. Also ganz ehrlich, die Steine einsammeln. Das ist wichtig, ist Uran. Okay. Müsste jetzt nicht eigentlich auch die Stunden höher gehen? Nee, das muss ja erstmal noch verarbeitet werden. Ah, okay. Ja, wir sind dann auch schon wieder am Ende unseres Let's Plays angekommen. Das gibt's nicht. Ja, es geht ratzfatz hier. Ja. Ja, wir danken euch fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir wieder neue Rohstoffe abbauen. Werden bestimmt dann wieder mehr Treibstoff haben und allen Scheiß. Und ja, gucken mal, was die nächste Folge bringt, wa? Ja, bin ich auch sein Ohr. Okay. Dann haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ja, willkommen auf meiner Endcard. Das Let's Play ist leider zu Ende. Falls ihr noch Interesse habt an vielleicht anderen Let's Plays von mir, ich habe euch da und dort zwei Playlists verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht ist das was für euch. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das mit dem Button hier tun. Da kommt ihr sofort auf meinen YouTube-Kanal. Da könnt ihr mich dann abonnieren. Ich hoffe, ihr besucht es mal. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.